Derre, Freunde, und weiter geht's mit Lufia. Diesmal wirklich Part 23. Beim letzten Mal habe ich mich ein bisschen vertan. Und wir machen uns auf den Weg, Gardes platt zu machen. Schauen wir mal erstmal hier rein. Okay. Schlage den Schwert. Genau, schlage das Schwert dreimal auf den roten Wächter und das Leben wird gerechter. Okay. Ich weiß schon Bescheid. Ich weiß auch schon, die Kombination weiß ich eigentlich schon, was ich machen muss, aber der Vollständigkeit halber. Das finde ich irgendwie cool mit der Säule. Und durch. Und wir besiegen so einen Kürbiskopf, weil ich möchte ein Kürbisjuwel haben. Megaschlag und tot. Wir haben zwar keine hohe Droprate, aber ich möchte es trotzdem probieren. Überraschungsangriff. Schauen wir mal, wie hoch wir unseren kleinen Deka pushen können, ha? Huh? Macht sich. Ich mag die Erdwipern nicht wirklich sonderlich. Okay, Maxim hat eindeutig die bessere Verteidigung. Deka ist auch schon nicht schlecht. Dafür, dass er so ein niedriges Level hat. Aber Deka ist halt kreuzlangsam. Dagegen ist Guy noch schnell. Oh, dafür hat er auch den stärksten Angriff, nicht wahr, liebe Freunde? Und tschüss. Das ging fix. Aber ich musste erst die Gegner sogar besiegen. Warte. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie am schönsten mache. Gehen wir mal hier, hier, hier. Und zack. Und eingesperrt. Es war kein schweres Rätsel. Das war das. Kann ich hier unten auch noch durch? Nee, okay. Den muss ich verarschen, das weiß ich auch genau wie. Moment. So. Top. Und weg und ranziehen und ran. War ja nicht sonderlich schwer. Jetzt machen wir mal die Clown-Viper da wieder. Nein, die Erd-Viper. Schauen nebenbei mal auf die Zeit. Okay. Na? Komisch, mal macht er viel Schaden, mal macht er wenig Schaden. Dicke hat bald wieder ein Level. Schnecke! Ah, ein rauchender Frosch. Oder ein Frosch mit einem ziemlich kleinen Golfschläger, wo Blubberblasen rauskommen. Ja. Königsfrosch. Wusch. Und Snelly. Und Dicker ist wieder aufgestuft. Mich würde mal interessieren, ob man denen auch Ding geben kann, diesen Magietrank-Dingens halt. Hier gehe ich auf jeden Fall durch. Erstmal bringen die gute Erfahrungspunkte und ich glaube, da kommt man auch zu ein paar Schatztruhen. Megaschlacht, sehr schön. Danke dir, Fumi. Ist halt doch ein feiner Kerl, hä? Eine Wunderfrucht wäre jetzt ganz schön. Immer darauf achten, wenn wir eine Wunderfrucht kriegen, die brauche ich sofort. Okay. Darf ich mal? Ich möchte bitte das Kürbisjuwel haben, ja? Dankeschön. Killerkürbis. Halloween! Und machen wir den Typen platt, holen uns die Bombis. Und ja, oder so. Lass dich nicht verwirren, die richtige Tür sieht aus wie die zuvor, du kannst dich nicht irren. Ja, das weiß ich doch. Musste ich da jetzt durchlaufen für? Okay. Komisch. Und zwar geht die Tür nicht auf,
Aber es ist, wie ihr seht, trotzdem ein total einfaches Rätsel. Fumi, du könntest dich entwickeln, du machst relativ wenig Schaden gerade. Shelly. Und bumm. Kürbis Juwel, Dankeschön, Dicker. Investmentfonds. Intelligenz und Magieabwehr. Ich weiß ja nicht. Warte mal, gucken wir mal. Felix. Magieabwehr steigt ziemlich hoch. Mutabwehr. Ach, geht man trotzdem DK. Ein bisschen Intelligenz kann DK auf jeden Fall nicht schaden. Das war das ganze Geheimnis. Schnelli. Megaschlag. Eins. Ich wüsste doch nicht, ob die gut angreifen können. Snelly wird ab. Was sind eigentlich Zornattacken? Bomber, Schleicher, Speedy, Frostfluch. Drauf. Krakenschlag, sehr wichtig. Wenn ich mir aufheben, bis zu Gardes. Donnerkugel, dreimal stärker. Vitaminpille, Kampfkraft. Und für dich. Das ist gut. Und Schädelliebe. Okay. Könnte also relativ schnell gehen, der Kampf. Wirklich schnell. So, hallo. Grüß dich. DK ist schon Level 26. 22 war er, wo wir ihn gekriegt haben. Ey. Geht's noch? Ey. Geht's noch? Und wir besiegen auch die Erdbeeper. Super Schlemmi. Nanu. Toro. Fehlt es noch ein kleiner Ring für Dicker. Und tschüss. Also egal, das Klingen ist wirklich schon Gold wert. Tasche, Kraftwagen. Und mal wieder ein bisschen geheilt. Ah, das war das. Jetzt machen wir erstmal dieses kleine Kürbisdingchen platt. Ey, bleibst du stehen. Hallo. Nerv nicht. Kinderkürbis. Und das war's. Da seht ihr mal, die Kampfmonster lohnen sich schon ziemlich gut später mal. Das ist auch nicht schwer. Genau. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ja. Gucken wir erstmal raus, ob wir hier irgendwas verändern müssen noch. Treppe, Treppe, Treppe. Nö. Sieht nicht so aus. Dann gucken wir erstmal da hoch. Bei dem Rätsel. Ahnenturm, dritte Stufe. Königsfroschi, komm her. Froschi, Froschi, Froschi. Die Killer. Jacuzzi. Rauchende Frösche. Mit weißem Bauchlappen. Monsterchor. Irgendwie erinnert mich das Monster an... Oh, wie heißt es? Ey, geht's noch? Irgendwie erinnert mich dieses Monster an... Na, wie heißt es von Digimon? Shogun Gikomon. Danke. Wusste ich. So viele Wege, so viele Wege. Besiegen wir mal die Todeskutten. Ah, es waren wieder so welche, denen du nicht gescheit schaden kannst. Aber der Gardes-Angriff ist schon gut. Ey, hallo? Neun. 17. Wie er halt jetzt die ganze Zeit Criticals macht. Und das 4. Und letzte Attacke. Warum siehst du eigentlich so komisch aus? So, grinsender Geist. Ein Todespanzer, sehr schön. Der ist, glaube ich, ziemlich was wert. Ein Phaisa-Schild. Was denn das?
Dicker. Leichter Schild, mit dem du sehr beweglich bist. Abwehr und Bewegung. Tempo. Schauen wir mal, wer die wenigste Abwehr. Du hast die wenigste Abwehr, oder? Ach, weil ich kann das direkt so vergleichen. Ja, Tatsache. Dann kriegst du das Pfizer-Schild. Todespanzer würde ich gerne anziehen, aber das kann ich erst machen, wenn ich in die Kirche komme. Ja? In die Kirche. Ah ja, Gruselfliegen. Ja, die sind ziemlich schnell. Oder auch wieder, doch nicht. Können wir aufhören, Geier zu greifen und Dicker oder so machen? Ich möchte, dass Dickers Zornpunkte noch voll werden. Wäre voll lieb und so. Danke. Dicker wird schnell wütend. 442! Okay. Auch schon fies für uns. Die haben ja gar keine Verteidigung, die Jungs. ja. Tasche, Krafttrank. Immer mal wieder heilen. Hier geht's noch nicht weiter. Gut zu wissen. Also müssen wir doch erst ins andere. Und wir gehen hier rein und kämpfen uns durch die Menge, oder? Natürlich tun wir das. Ich meine, es geht ja relativ schnell und DK könnte wieder ein paar Levelchen steigen, wäre schön. Mit dem guten alten Gardeschwert geht das ohne Probleme. Oh, das sind Donnertiere. Interessant. Wunderbar. Ich habe keine Angst. Das Kürbisjuwel. Gut, dass ich das finde, weil ich habe das ja auch nur schon. Toro. Mega Slug. Wunderbar. Sehr nett, danke. Und zack. Das war's auch noch, sogar noch einen Krafttrank gekriegt. Du machst mir keine Angst. Irgendwie sieht es bei Guy aus wie ein Speer anstatt wie ein Schild. Na komm, mach hinne. Da sieht man schon, wie stark die Kam wird. Also der wird wirklich kräftig. Den werde ich auch mit in die Anhöhle nehmen. Also, das wird der sicherste Anhöhlenversuch sein, sage ich mal. Und hier werde ich auch mal mitnehmen. Es geht alles, wie gesagt, kein Problem. So, dann töten wir erstmal dich und gucken uns da die Truhe an. Was zur Hölle? Achso, ja, ein Crit. Crit beim Nervendolch ist ja der Wahnsinn. Muskelring, Dicker. Angriff 20 mehr, sofort. Und jetzt dich noch und dann holen wir uns hinten den Heilsirup oder was auch immer das ist. Bin mal gespannt, ob man sich Dicker angeglichen hat an unser Level. Ey. Ah, immer dieses Verstärkungsrufen. Alter Kettenkapselklotz. Ja, ich hab's kapiert. Na? Und tschüss. Und Fumi hat bald auch wieder ein Level. Schutzring. Er sympathisiert mir doch. Whatever. Jaguarring. Definitiv. Erhöht dem Kampf die Abwehr besonders stark. Courage. Ich denke, es gibt noch erstmal einige Sachen zu klären mit den Dingen. Das wird schön. Und dann hier hoch. Wir können jetzt auf beide Seiten gehen. Aber wir gehen erstmal hier hin.
Das sind nur die kleinen Kürbisköpfe. Auch wieder so ein Turm, der nicht wirklich sonderlich schwer ist. Aber es wäre mir doch noch lieb, wenn DK noch im Zaunpunkt-Level steigen würde. Dass ihr nicht so stark wärt, sondern euch auch mal angreifen lässt. Killer-Körper. Aber. Ach, das ist es. Zack. Zack. Geh mal du weg mit deinem. Das ist schon die Weiterentwicklung. Genau, wir sind bei Pokémon. Die Wirbelnattern oder wie die Dinger heißen. Und wir werden es auch erfahren. Ey. Ja gut, Fumi könnte angreifen, der heilt sich automatisch wieder nach jedem Ding. Wirbler. Ja, war ich doch gar nicht so nah dran. Achso, einmal so. Pfeilchen. Ich habe ein Pfeilchen bekommen. Hier? Okay. Aber ich möchte trotzdem erstmal in die andere Dingens auch noch reinschauen. Dingens Bummens. Wollen ja nicht so sein. Ja, lieber. Megaschlag. Und tschüss, Kollege. Snelly. Ein bisschen langweilig, ja? Kann das sein? Aber keine Angst, wir sind bald oben und haben noch einen epischen Kampf mit Gardes vor uns. Episch, episch, episch. Schon wieder hätte ich alle Gegner töten müssen. Stier! Torra. Aber die Gegner bringen schon Erfahrung und schon Geld und das mag ich. Wie er mich andampft, hammert. Hey. Dazu noch sagen. Außer Tasche, Krafttrank, Heilung. Level 29 schon. Schlüssel gefunden. Na, dann können wir doch weitergehen, ha? Nee, verarsch, lass ich dich. Na? So. Und Kettenbombe. Ein Halssirup, ernsthaft. Okay. Tasche Halssirups, 5 habe ich jetzt schon. Die gebrauche ich immer nur im allerhöchsten Notfall. Und so einer würde demnächst noch nicht auftreten. Ich wüsste, wo er auftreten könnte bei 2 noch kommenden Endgegnern. Okay. Treppe kaputt. Okay, Freunde, aber ich mache jetzt trotzdem mal eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns nachher im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.